Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es ein Unboxing-Video der etwas anderen Art, und zwar geht es um den Thermomix. Ich habe auf Facebook eine Bekanntschaft gemacht, eine ganz nette, liebe Person mit Namen Christine hat mir angeboten, ihren Verleih-Thermomix mir zukommen zu lassen, beziehungsweise ich habe ihn mir direkt bei ihr abgeholt, weil sie in meiner näheren Umgebung wohnt. Und ich habe ihn jetzt hier stehen, habe ihn noch nicht ausgepackt. Er kommt mit einem praktischen Trolley. Und das möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Und zwar steht er jetzt hier. Mal gucken, ob ich das mit der Kamera hinbekomme. Hier unten, das ist der Trolley. Eigentlich super praktisch. Ich stelle euch mal eben wieder hin. Und ja, dann schauen wir mal rein. So, das ist der Trolley. Leider kann man den nicht sehen. Ist schwer. Deswegen finde ich so ein Rolli ganz praktisch. So, dann haben wir hier schon mal die erste Tasche. Und die packen wir jetzt einmal zusammen aus. Jetzt zum zweiten Koffer, der dabei ist. Den kann ich jetzt leider nicht anheben. Den kann man auch nicht rausholen. Da ist wohl das eigentliche Gerät drin. Wie machen wir das jetzt? Ich habe gar keinen Platz. Meine Küche ist so klein. Was tun wir denn weg? Ich glaube, den Toaster können wir wegpacken. Ich hole euch mal eben näher ran. So, da ist das gute Stück. Ich hab das Gerät angemacht und die, wir nehmen mal die Teile. Hier ist ein Schließmechanismus, der das Ganze transportsicher macht, damit der ganze Topf nicht herausfällt. Und also, da ist er. So, also ich freue mich total, dass ich den jetzt mal austesten darf und ja, in diesem Cook Key nennt sich das, da sind wohl über 1500 oder 1000 Rezepte, keine Ahnung wie viele, gespeichert, und den kann man dann in den Thermomix, an den Thermomix dran klicken, und dann haben wir ja noch zusätzlich das Kochbuch, und dann werde ich mal schauen, was sich so schön zaubern lässt. Und ja, ich freue mich. Und ich denke, die nächsten Videos werden Rezeptvideos sein. Wer noch mehr Informationen braucht, kann sich an die Christine wenden. Ihre Kontaktdaten werde ich hinterlegen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.